wenn natürlich nicht gefuscht worden wäre im Leben und wenn so ein Träger ein gutes Leben hat, ne? Dann wäre das hier, man kann das echt gut erkennen, der Lack, ne? Hat. Und das ist ja das, wenn du was machst und hast dann auch noch ein Ergebnis, was du sehen kannst, dann ist das natürlich mega cool, ne? Das ist hier alles, man muss da aufpassen, das ist alles brandneu, ne? Nee, da wollen wir nicht hin. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Der soll hier gleich rein. Ich würde da gerne theoretisch, praktisch nicht dran weitermachen jetzt, am liebsten an dem 600er, weil ich irgendwie Bock habe auf andere Sachen. Aber ich habe da ja was angefangen mit dieser Rücklichtgeschichte. Und das bringen wir natürlich erstmal zu Ende. Ne? Nicht, dass wir hier 1000 angefangene Sachen haben und irgendwie nichts fertig. Ne? Das geht ja nicht so. Das ist so der Masterplan auf Desaster. Gibt's ja eigentlich auch. Hier ist er hingefallen. Genau, der Masterplan, dass wir hier jetzt erstmal diese Rückleuchten fertig machen, damit wir die Baustelle abgeschlossen haben. Ja, dann kann der Trecker wieder in Frühjahrsruhestand oder so. Er will aber. Er will. So, jetzt haben wir natürlich sicherheitshalber ja auch keine Lampen. Deswegen müssen wir auch schnell machen. Obwohl, da hinten ist ja noch eine. Eine ist ja noch. Ah, eine ist noch. Mit der bauen wir jetzt erstmal schnell die Messerwalze ab. Und dann fahren wir den Trecker in die Werkstatt, damit wir das mit den Lampen zu Ende machen können. Ich habe jetzt den Kotflügel poliert, weil wir so ein bisschen das hier ja, weg haben wollten, wo jetzt die Lampe herankommt. Es ist, wenn natürlich nicht gefuscht worden wäre im Leben und wenn so ein Träger ein gutes Leben hat, ne, dann wäre das hier, man kann das echt gut erkennen, der Lack. Ne? Hier sieht man, ist ja so eine Fuschschicht. Hier oben um die Lampe rum wurde ein bisschen was gemacht. Kann man so auch sehen. Ne? Aber wo der Lack, wo man den jetzt einfach nur so ein bisschen aufpoliert hat, ne? Wo nicht mit Farbe dran umgeschnudelt wurde, ne? Sieht der richtig cool aus. Wenn man sich das mal auf der anderen Seite anguckt dagegen, das ist hier, ja, der stumpfe Lack, auch mit so ein paar Rosteinschlüssen. Und wenn er dann überpoliert ist, sag mal, die Rosteinschlüsse sind schon wesentlich kleiner. Und das ist ja auch alles nicht professionell von mir gemacht, das ist ja einfach nur Bauernmanier, ne? Ich hatte sicherheitshalber, die Aussage war ja immer ein bisschen Wasser und ich hatte das so ein bisschen nass gemacht hier. War vielleicht ein bisschen viel. Ich hab mich gesprengt und habe sicherheitshalber auch hier überall den Träger mit so, ja, mit so Zeug gesprengt. Das ist alles nichts Dramatisches, das wäscht sich ja so ab. Naja, aber das ist schon mal, für mich persönlich reicht das vollkommen, das ist ein gutes Ergebnis. Wenn wir so den ganzen Trecker einmal überpolieren, dann haben wir ja das Ganze, was wir wollen. Ne? Mehr brauchen wir ja eigentlich nicht. Theoretisch kann man ja hier sehen, dieser Nebel, hier ist das so ein bisschen angefangen.
diese Ecke könnte man eigentlich auch wegmachen. Das, darunter ist ja der gute Lack, ne? Es ist ja nur die Ecke hier. Es ist eben, die Kotflügel sind hinten nicht mehr 5000% gerade. Die haben eben mal ein Ereignis gehabt, sowohl auf der Seite als auf dieser Seite auch, ne? Ja, kann man so ein bisschen erkennen, ne? Hier ist so eine Beule. Das ist so, ne? Das hat immer alles geliebt. Mein alter 600er, den kriegte ich damals, da war hier unten ein Stück abgeschnitten. Das ist dir erst gar nicht aufgefallen und irgendwann denke ich so, pff, irgendwann ist hier doch komisch, das sieht doch irgendwie anders aus, das sah so sportlich aus. Und die hatten hier Ast rein, ein Stück abgeschnitten, weil du eben mit gewissen Anbaugeräten da immer Probleme hast. Ne? Wenn du beim Güllewagen, war das früher mal so, um die Kurve fahren, dann gab es da irgendwie mehr Ärger. Oder wenn du im Dreipunkt was hattest und anheben wolltest, das ist denn dagegen gekommen. Also das waren immer so die Problemstellen. Und deswegen wurde bei dem schon mal irgendwann mal so ein Stück abgemacht. Ich habe damals dann extra Blech gekantet hier und dann hier ein neues Blech eingeschweißt und das alles geschliffen und neu gemacht und neu lackiert. Und dann eben nochmal das Seitenteil gekauft, weil das ja auch zu kurz war. Und dann wieder verlängert, ne, dass es wieder original ist. Das weiß ich noch, das war auch viel, viel Arbeit damals. Aber gut. Das hier auf jeden Fall können wir so lassen, wenn wir das auf beiden Seiten machen. Kann die Lampe da problemlos erstmal drauf und das reicht erstmal für uns, für das, was wir wollen. Ne? Wir wollen ja erstmal nur Funktion, Funktion, Funktion und die richtig harte Optik machen wir dann ganz, ganz zum Schluss. Wenn wir alle Funktionen, alle Umbauten so haben, wie wir uns das vorstellen, dann gucken wir uns mal an, was wir mit der Optik machen. Ne? Meine Knifte, meine Paste, meine Klebe ist jetzt heiß. Ich habe mir hier schon mal zwei Schrauben geholt, die bilden das Maß, wenn ich die beiden hier reinhalte, sozusagen links und rechts. Was ich brauche, damit die mittig ist. Den fehlenden Strahler habe ich mir jetzt von der Seite kurz geklaut. Da muss ich noch auf den anderen Strahler warten. Der muss dann nämlich erst noch drunter. Vorher kriege ich das nicht fest. Und dann kleben wir das fest. Nebenbei gucke ich ein bisschen beim Grimmhof rein. Da fällt mir zu ein, Martin hat so eine kleine Problematik mit Keim im Euter. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Das ist so eine Krankheit, die keiner so richtig ergründen kann. Wer richtig Ahnung von Kühen hat und richtig Ahnung hat von Krankheiten, die es eigentlich gar nicht gibt oder schwer zu behandeln sind, der kann ja gerne mal bei Farmblock 275 reinseppen. Minute 15 rum irgendwie so. Erklärt er das Problem. Vielleicht gibt es ja jemanden unter euch, der da richtig Ahnung von hat und der dann bei Martin vielleicht unter die Kommentare oder per Mail mal ein bisschen Schützenhilfe leisten kann. Das wäre doch mal nett, ne? Sehr schön. Das also als kleine Randnotiz, ne? Wie gesagt, jetzt ist das hier so. Jetzt werden wir hier Kleber drauf machen, damit das staubdicht sozusagen verschlossen wird. Lampe rein und dann werden wir das von der Rückseite nochmal verkleben und dann sollte das halten. Wie gesagt, das ist jetzt dann Rücklicht Nummer 5 und das wird Rücklicht Nummer 6, wo wir das machen. Hat sich bewährt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Diese Gewinde stehen direkt hier dran. Du kannst da keine Mutter drauf machen, nichts. Man kann da bestimmt irgendwas machen. Ich nicht. So. Von daher hat sich das bewährt und deswegen machen wir das auch weiterhin so. Schnellkleber dürft ihr nicht verwenden, ne? Es gibt Kraft- und Schnellkleber, so, also so grob erklärt bei Heißkleber. Und hier, Schnellkleber funktioniert hier gerade nicht. Hier würde ich immer Kraftkleber empfehlen. So. Ich muss tiefer. Kurz und schmerzlos, ne? Oh, Alter, Leute. Jetzt wird das Ganze noch von innen fixiert.
und dann passt das Ganze. Man kann das da vielleicht sehen, die Schraube steht genau an dem Plastik. Ne? Sicherheitshalber haben wir jetzt wieder ziemlich viel voll mit Heißkleber hier. So, jetzt machen wir noch ein bisschen was über die Schraube. Dann kann die sich da noch ein bisschen festsetzen. So. Und dann hält das bis in alle Ewigkeit. So. Hier sind die beiden Schalter. Und wir wollen im Grunde genommen in die Mitte von den beiden Schaltern. Das kann man sich hier so ein bisschen so von außen angucken. Das Gute ist, das muss ja nicht mittig, also das muss ja nicht gleich sein auf beiden Seiten. Also nicht tausendprozentig gleich sein, weil kann ja eh keiner sehen. Aber ich weiß gar nicht, welchen Durchmesser ich da brauche. Ein bisschen größer noch. Ja, ein bisschen größer geht noch. Aber der Stufenbohrer ist so kurz. Ich glaube, ich hole einen anderen. Ich hole mal einen anderen. Bei diesen sind die einzelnen Stufen tiefer. Das ist ein bisschen besser. Der ist besser für dickeres Blech sozusagen. Einmal noch mal ins Kalte. Wir gucken noch mal, wo hier die Löcher sind. Hier. Aber es sind beide irgendwie. Auf der anderen Seite ist es auch außen. Hier ist es innen, beides auf der rechten Seite. Aber warum ich eigentlich hier bin, diese hier, ich finde es ja nicht so hübsch. Ich habe das letztens ausgemessen und habe diese hier in Auftrag, im Bestellauftrag gegeben sozusagen. Ich habe gesagt, was ich brauche von der Größe her. Und dann werden wir das mal hier reindrücken. Weil so mit den Löchern sieht es nicht schön aus. So sieht es gleich viel schöner aus, ohne irgendwelche Löcher. Im Kotflügel hier habe ich das auch schon gemacht. Sehr schön. So, Taschenlampe mit und ab rüber. So, wir haben mal inspiziert drüben. Da. Beides auf der rechten Seite. Sieht irgendwie komisch aus. Naja, die Lampen sind immer gleich. Das ist nun mal so. Das habe ich nicht erfunden. Rechte Seite, immer davon, wenn man von hinten drauf guckt sozusagen. Ja, immer da. An der Seite, ne? Und dann so mittig so. Ja. Aber es sieht irgendwie komisch aus. Ja, ich hätte ja beides innen gemacht, denn. Ja, aber wenn du hier die Lampe raufbaust, die guckt ja hier nach hinten. Und dann muss das Kabel da auch noch rum. Und deswegen geht das immer zur Seite. Dann muss das ja einmal um die Lampe rum. Das ist so das Grundproblem. Ja, die guckt ja nach außen? Ja, in dem Moment, weil der Trecker vielleicht zuletzt gemulcht hat und dann dreht die ja mal ganz doll nach außen. Die ist ja ein bisschen nach außen immer so. Ja. Also ist immer rechts. Darf ich das da rechts hinmachen? Du kannst es auch rechts hinmachen. Sehr gut. Ich habe den anderen erstmal schöner gemacht. Hast du die, passen die da rein, die Schnupsis? Also ich habe ja gemessen. Du hast die Schnupsis gemessen, ich habe sie gekauft. Hat gepasst. Habe ich siehst gesagt du, das schon. Ist sehr schön. Ich habe hier jetzt gerade schon die Kabel vorbereitet. Ich krimp hier jetzt die Kontakte drauf. Und dann wird das hier so ein schöner vierpoliger Stecker. Richtig cool. Und dann haben wir da überall super Schielstecker. Das wird sehr, sehr schön. Eins könnt ihr mir glauben. Das Herstellen solcher Steckverbindungen, ne? Das dauert ganz schön lange.
Das ist Fakt. Aber, und es ist auch irgendwie, auch es ist so ein bisschen meditative Arbeit. Wenn man hier so an so einem Stehtisch auf so einem Sitzhocker sitzt, ist das ganz angenehm. Aber der Effekt, den du damit hast, dass du jederzeit das hier jetzt einfach auseinandernehmen kannst, ne? Dass da, dass diese Stecker staubdicht sind, dass, ja, da kann, sehen wir ja in der Lampe, wie viel Korrosion da war, ne? Wenn du jetzt diesen Stecker hier hast, der ist abgedichtet, da wird nicht viel mit Korrosion passieren. Guck mal, das ist übrigens gar nicht das Gegenstück. Brauche ich denn das Gegenstück? Doch, das ist das Gegenstück, so Quatsch. So, das ist nachher alles safe, ne? Und da kann man sich dann einfach nur drüber freuen. Wir haben das ja gesehen im letzten Video, wie hier bei den alten Steckern, wo die Flachstecker drauf waren, wo die einfach weggegammelt waren. Ne? Und das wird dir einfach mit den richtigen Steckverbindungen nicht passieren. Und deswegen, es ist zwar langwierig und es ist Arbeit, aber es zahlt sich im Endeffekt aus. Ne? Das ist einfach cool. Wenn du das nachher fertig hast, freust du dich einfach wie Bolle. Ne? Gut, das war jetzt hier die Papa-Seite in der Lampe. Das andere ist ja dann sozusagen gekapselt. Die Mama-Seite am Trecker. Dadurch bedingt hast du das natürlich so ein bisschen hier, wenn da jetzt, wenn du jetzt das so da hängen hast und machst Licht an, dann kannst du da nicht irgendwie gegenkommen und Kurzschluss machen. Ne? Deswegen mache ich das so rum, dass die Seite, die kommt, wo Dampf drauf ist, gekapselt ist, wenn der Stecker raus ist, dass du da nicht rankommst. Und die andere Seite, wo du die Kontakte sehen kannst, hier drinne, die kommt an die Lampe. Ne? Die Seite habe ich fertig hier. Ich habe hier, ich musste nochmal auseinandertüdeln. Ich hatte das Begrenzungslicht vergessen. Ne? Aber jetzt haben wir zumindest Rücklicht und Begrenzungslicht alles schon mal zusammen. Bei dem Rücklicht ist, wie haben wir es denn noch? Ich habe es mal notiert. Weiß ist Masse, braun ist Licht. Dann haben wir Rot ist Bremse und Grün ist der Blinker. Jo. So, und dann habe ich jetzt die Gegenseite hier schon mal. Das wäre ja diese hier, da habe ich noch nichts gemacht. Dann haben wir hier den Arbeitsscheinwerfer. Hier haben wir nochmal eine gute Masse. Und hier sind jetzt die Druckknöpfe für Heben, Senken von der EHR. Und die müssen, da war so eine Kabelbrücke und weil ja beide Schalter versorgt werden. Ich habe keine Ahnung. Es ist ja eine Bosch EHR, aber die mit 12 Volt, aber die mit 5 Volt, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist hier irgendeine Spannung drauf. Und wenn du dann den Knopf drückst, ne, wenn ich jetzt den mit dem verbinde, dann verbinde ich meinetwegen, sagen wir mal, 5 Volt in dem Moment. Ich glaube, aber die nehmen 12 Volt. Mit grün und dann hier passiert was? Dann geht's runter. Dann geht's runter? Ja. Sicher? Ja, du hast gesagt, grün ist unten und das habe ich mir gemerkt, grün unten, Rasen ist unten. Aha. Und wenn ich andersrum den mit dem weißen verbinde, dann ist heben. Ne? Und so können wir das jetzt hier zusammen löten, damit wir danach dann die Schalter installieren können. Also später die Stecker und dann Schalter brauchen wir nicht installieren, die sind ja drin, aber damit wir das nur zusammenstecken brauchen. Oh, hier bleibe ich stehen, hier ist schön warm. Ja, ne? Mhm. Geht aber schnell. Ja, aber es muss nachher, es muss ja jetzt noch das Blödsinn auflösen. Erstmal versucht man immer so ein bisschen, dass die diese blauen Stege da das Kabel sozusagen festhalten. Sieht gut aus. Und danach dann dann kommen die Kabel ja nicht mehr rausgezogen und dann wartest du so lange, bis ich das auseinandergedingst hat da. Siehst du, das ist doch schon mal gut. Dann haben wir das nämlich auch gut, dann können wir nachher, das trocknet jetzt erstmal, hätte ich mal gesagt, das muss erstmal abkühlen, aber einen Stecker drauf machen. So, und hier können wir auch alles rigoros abknipsen. Brauchen wir nicht mehr. Grau braucht keiner, braun braucht keiner, schwarz, rot, schwarz, weiß, braucht alles keiner. Müssen wir gleich im Test machen, aber ich würde jetzt mal behaupten, braunes Masse ist ja klar. Da war ja auch was drauf, also das ist mehr als klar. Grau ist irgendwas und irgendwas mit Rot ist auch irgendwas und das andere ist auch was. Das sehen wir, das messen wir raus. Thank you.
Da ist sie schick geworden. Mhm. Ist, glaube ich, ganz gut, ne? Mhm. Hier ist jetzt auch alles vorbereitet. Grün hatten wir ja gesagt. Senken, heben. Dann ist hier der Arbeitsscheinwerfer. Und hier ist noch unser Rücklicht mit undefinierten Kabeln. Ich habe hier schon mal so eine Versuchsmessstrecke aufgebaut. Du müsstest mal drinne. Ja. Das kann ich mir hier hinlegen, was du da hast. Dann kann ich da drauf schlauern und dann kann ich, was tun wir drinne, die Dinger bummer. Weil 4 ist Masse, das ist der. Dann kommt daneben der braune, das ist Rücklicht. Wenn du jetzt mal die Scheibe auf. Oh, passt. Und jetzt musst du mal P machen, also Parklicht. Nö, ist ja Licht. P? Ja, P. Gleich den richtigen gefunden. Schwarz-Grau. Oh, den stecken wir da mal rauf. Jetzt mal Zündung an. Dann mal auf die Bremse treten. Ja, da kommt Bremslicht. Hier ist auch Bremslicht. Mal Bremse lösen. Jawohl. Rot-Schwarz ist Bremslicht. Bremslicht ist bei uns, da ist Rot, ist 3. Ja, passt, also muss das auf 3. Jetzt haben wir noch die letzte Ader. Die müsste ja rein theoretisch Blinker sein. Wenn du mal einschalten magst, ja, blinkt. Sehr gut. Dann kommt der da noch rein und dann können wir stecken. So, jetzt fangen wir mal an mit dem Wichtigsten. Klack. Mach mal Licht an. Ja. Dann mal Zündung an. Bremse. Ja. Und nochmal Blinker links. Ich bin begeistert. So, jetzt, pass auf. Jetzt kommt der nächste Trick. Da ist eine Lampe aufgemalt. Also du hast ja normales Licht angemacht. Dann. Ja. 100%. Begrenzungslicht geht auch. Kannst alles ausmachen. Dann haben wir grün, weil die Aussage ist senken. Ist der darauf? Dann haben wir weiß, ist heben. Dann muss darauf. Und schon haben wir alles mit Stecker versehen. So sieht das Ganze jetzt aus. Dieser Kotflügel hat ja leider noch so eine kleine Schiefigkeit. Das kann man hier in der Lampe auch sehen. Ne? Das ist leider das Problem. Der ist, ja, der hat halt, der ja. Ist halt ein bisschen schief. Der ist halt, den müssen wir, also der hätte hier stehen müssen. Das ist ein ordentliches Ende, dass der eigentlich raus muss. Aber das ist, ja, wir haben ja gesagt, Schönheit machen wir später. Die Dichtung liegt aber überall an. Und das ist das, was eigentlich entscheidend ist. Ne? Alles andere ist nicht so wild. Es ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Achso, jetzt hast du gerade das Licht ausgemacht. Ja, hast gedacht, es explodiert. Ja, hab gedacht, ich zeige nochmal, wie es drüben vorher aussah. Also das ist schon viel heller. Und das Schöne ist ja diese Begrenzungsleuchte da dran. Ja. Das ist richtig hell, wenn du das hinter dir siehst, wie geil, wenn du das an der Wand siehst, hinter dir. Warte mal, ja. Also wenn das schon ein Unterschied. Nicht Signalwirkung hat, ne? Sieht schön aus mit dem Blinker. So, und letzte Instanz ist ja eben... Der, und das ist unschlagbar. Ne? Mega. Obwohl die andere Seite auch schon nicht schlecht ist, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, also die für das Ganze vorher fand ich da schon, ist das beste Licht gewesen so. Ja. Ja, so sieht das Ganze aus. Wir zeigen das nochmal hier, so sah es ja vorher aus. So sah es ja vorher aus. Ne, mit der Lampe da oben. Wir haben erstmal präventiv
natürlich jetzt noch zwei Löcher über vom Kennzeichen, weil das Kennzeichen verschwindet hier ja. Dann kann man hier im Kotflügel sehen, habe ich dort eine Schraube reingemacht. Da war nämlich so ein Halter. So, warte mal. Da ist ein Stopfen reingekommen, weil da das Kabel durch war. Und von oben, weiß nicht, kann man das auf der Kamera, kann man das ja bestimmt sehen, habe ich auch einen Stopfen reingemacht und vier Schrauben, ne? Ja. Um den Kotflügel wieder dicht zu machen, ne? Damit das da nicht sozusagen, weil da ist Hohlraum hier in der Ecke, ne? In der Ecke. Und deswegen muss das dicht, sonst kommt die Feuchtigkeit in diesen Hohlraum rein und dann gammelt der Kotflügel von innen und dann hast du ganz Geburtstag. Aber ich denke mal, das ist ganz passig, ne? Die neuen Knöpfe, vor allen Dingen mit den neuen Kabelanschlüssen. Die alten wollten wir hier noch. Also es ist, ja, es ist halt Chaos. Ich hatte die irgendwo. Da waren auf jeden Fall noch die abgegammelten. Achso, die habe ich weggeschmissen. Diese so, spargigen, ja. Die habe ich im Müll geschmissen, weil die fand ich sehr eklig. Ja, diese abgegammelten Druckknöpfe, das ist halt so, ne? Und mit den neuen. Und jetzt kannst du da jederzeit an dieses Rücklicht ran, kannst das abmachen, musst nur die Stecker ziehen und bist fertig, ne? Das ist so Sinn und Zweck der Sache. Zehnmal geiler, ne? Die andere Seite, uns fehlt jetzt kann ich mich wieder reichreden und kann sagen, ja, uns fehlt jetzt leider das Katzenauge, was noch nicht da ist. Das kommt mit der Gesamtbestellung für die Teile von dem 900er, von dem Froschi. Und dann können wir die andere Seite nachziehen, ne? Weil das muss zusammen, sonst hat es ja keinen Zweck. Aber es hat, heute Abend haben wir 3 Stunden fast da dran rumgezaubert, ne? Jetzt ist 9:45 Uhr. Da geht die Zeit bei weg, ne? Weil du erstmal alles zusammensuchen musst und musst dir Gedanken machen, wie willst du das machen? Und allein so ein Loch bohren für so ein Kabel, die Führung machen, hier die Begrenzungsleuchte und. Achso, und dann habe ich ja nebenbei noch den halben Kotflügel, also bis hier mal so schwarz gemacht. Das macht natürlich gleich einen ganz anderen Kontrast her, ne? Wenn du auf die andere Seite gehst, das helle Zeug, ja, ja. Das macht schon richtig was aus. Ne? Das ist schon ein großer Unterschied, ne? Und dann eben das Polierte. Also das ist schon richtig cool geworden. Hier sieht man es ja am besten jetzt, wo man hier mal so ja. Vorher, nachher. So, da sieht man es halt, ne? Sieht schon schick aus, wenn das dann soweit fertig ist. Ja, also das ist schon richtig cool geworden. Ich denke mal, da haben wir ein cooles Ergebnis erzielt. Und so machen wir jetzt immer mal Stück für Stück an diesem Trecker weiter. Der muss jetzt erstmal wieder ein bisschen ruhen. Weil die Teile ja noch nicht da sind und dann, dass ich die zweite Seite machen kann. Genauso die Scheinwerfer vorne, das ist jetzt nicht wichtig. Wir haben andere Dinge, die wichtiger sind, aber wir machen immer Stück für Stück hier an diesem Trecker weiter. Dieser Trecker wird uns noch, das wird noch also Jahre dauern, bis wir den soweit haben. Ne? Aber ja, es macht immer wieder Spaß. Ne? Und solche Kleinigkeiten, wenn man dann da immer anfängt und dann so ein Ergebnis hat. Und das ist ja das, wenn du was machst, dann hast du dann auch noch ein Ergebnis, was du sehen kannst. Dann ist das natürlich mega cool. Ne? Ja. Auf jeden Fall, hier kann man nochmal sehen übrigens, dieser Scheinwerfer scheint jetzt hier runter und wenn ich das mit diesem hier mache, habe ich halt hier das Rücklicht im Weg und kriege mein Licht da unten ja nicht hin. Ne? Deswegen, wenn du den da weiter hinsetzt, hast du halt schon gewonnen und hier oben ist er halt im Bereich von Astwerk und so und hier auf dem Kotflügel, kann man ja sehen, ist der halt geschützt. Das ist so der Effekt davon. Deswegen sind die damals dahin gegangen. Das waren die ersten Versuche da oben, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Aber ich finde das mit dem Halter gar nicht so schlecht. Nee, also die haben. Also, ich hatte auch erst gedacht, vielleicht macht man zwei und dann macht man den, dass man den auch so machen kann zur Seite. Aber. Ach komm. Obwohl, das finde ich ganz schön gefährlich, wenn er so zur Seite ist, dann guckt er ja direkt da so rüber, ne? Ja. Aber ich finde diesen. Der ist mega stabil. Ja, die haben sich damals schon Gedanken gemacht. Das ist schon gemacht, cool. Ne? Aber es war dann eben der Weg des Stromes, muss dann erst von hier, da oben hin und. Das ist natürlich alles so eine Sache. Aber, ach, schon cool. Coole Sache. So, Feierabend für heute. Kennt ihr das, wenn sie nicht zu bremsen sind? Im Alter werden sie forsch, ne? Jetzt muss ich hier im Dunkeln noch. Nee. Wir wollen noch mal was abladen. Wollen mal gucken. Bisschen zu sehen ist schon, ne? Von welcher Seite muss ich denn da unterpieksen? Von der? Jetzt müsst ihr die. Mal nach hinten, ne? Nee, du musst da halt kommen. Du musst hier jetzt hier vorne ja hin. So. Ja, der hat eine Rolle. Rollt doch. Der Anhänger auch. Der Anhänger rollt auch. Mach mal die Handbremse bitte fest. Thank you.
verabschieden. Ja, muss ab. Alles muss ab. Egal wie. Und eins und nehmen. Das ist eine Kindersicherung. Hier. Eben. Mal wissen, wie die funktioniert. So, dieses war der erste Streich. Und was möchtest du jetzt machen? Zugleich. Was denn? Was möchtest du oder wie möchtest du das jetzt machen? Jetzt nehmen wir hier unsere Hydraulikleitung, die hier ist noch ein bisschen weg. Das wollen wir ja nicht. Die ist ja da ganz nett. So, die legen wir hier mal hin. Das ist hier alles, man muss da aufpassen, das ist alles brandneu, ne? Ich mach das ja gar nicht anfassen. Wir arbeiten ja sonst nur, ja, nicht nur mit alten Gammeln, ne? Aber. Das jetzt, darfst du nicht so sagen. Unsere nein. Sachen sind schon schön. Jetzt machen wir hier unter. Hier ist ja alles massiv. Mit hier an die Rutsch, schön ganz vorsichtig, heben wir ihn an und heben ihn runter. Fertig. Da machen wir kein Zanober von. Und dieses, das ist eine Palettengabel, dass man die da reinmachen kann, kann man bestellen oder kann man ja, das? Ja, kann man kriegen auch. Okay. Aber. Das geht da schon. Wurde das Kreuz hier beim Vorführer nicht gemacht. Nee, das hier, das ist ja eben, wir sind ja nicht die, hast du so ein Dreieck? Nee, habe ich nicht. Weißt du, die haben ja alle so professionelle Dinger, wo sie nur so unterhaken müssen und dann die Maschinen damit transportieren, ist ja klar. So was haben wir ja nicht. Wir sind hier Hobbybereich. Dafür haben wir andere Sachen, wo auch Leute drüber staunen, dass wir die haben. Siku-Test und sowas. So. Ich fahr da mal leise ran. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen. Und ein bisschen Luft lassen, dann kommen die Gummis runter. Ja, oder weißt du, oder wollen wir die. Hol mal die vier. Die weißen von der Hebebühne. Die sind. Die gehen kaputt. Die weißen von der Hebebühne? Da kannst du ein Auto mit anheben. Ja, die aber über Fläche, aber nicht über den Punkt. Die schwarzen? Die kippen. Einfach hier diese Dinge, hast du genug hier vorne? Ja, sicher haben wir genug da vorne. Aber ich dachte mir, ich mach mal. Hier. Ja. Davon brauchen wir vier Stück. Kannst du ja auch doppelt nehmen. Mhm. Gut. Wir sind doch noch weiter zusammen, wa? Da sind diese Hydraulikanschlüsse. Siehst du? Das ist ein bisschen respektvoll. Aber es liegt daran. Weil man kann den ja vorne und hinten fahren. Hier sind ja so Ösen für die Hydraulikschläuche und das ist ja je nachdem, ob ich den im Schubbetrieb fahre oder im Zugbetrieb, muss ich ja den Schlauch dahin legen. Oh, es geht schon. Zeig mal, bin ich hier hinten weit genug durch? Ich kann aber noch ein Stück weiter ran. Komm ich noch mal ein Stück weiter ran. Fühle ich mich ein bisschen sicher. SM? Ja, aber dass er nicht umkippt. Ha. Ich oder der Mucher?
Auto. Gestern fand ich es richtig schweinekalt. Heute geht's ja noch. Gestern war es noch schlimmer. So, ihr wolltet da drüber hergucken. Oh, ist noch schön verarbeitet. Eine Taschenlampe, bitte. Ist noch unbenutzt. Moin. Sie war noch Farbe drauf. Das ist alles neu, Schnuggi. Ja. Das hier sind diese kleinen, unauffälligen Schlegel. Und die haben dann jeweils immer mit drei Schrauben gesichert. Hier eine Hardox-Klinge drauf, die man eben ersetzen kann. Man muss bei diesem Mulcher eben nicht das ganze Blech ersetzen, also den ganzen Schlegel ersetzen. Aha, nur dieses sondern Stück nur hier, dieses ne? vordere Stück. Das kann man jetzt hier natürlich nicht so gut sehen, weil da überall Farbe drüber ist. Aber von der Seite hier kann man das ein bisschen sehen, dass da, ja, so genau, zum Beispiel. Das ist so eine Hartmetall-Geschichte, ja. Ne? So, da hat er hier oben eine Gegenschneide. Und dann liegt dahinter eine Einlage. Das lassen wir uns von morgen noch erzählen, aber das sieht, ja, da sieht man, kann ihr das sehen, hier ist was so ein Blech. Das ist die Einlage. Dass er nochmal zusätzlich ist. So, wir fahren ja, wir sind jetzt gerade ja hinten sozusagen. Also nicht hinten, wir sind ja vorne. Ja, man fährt ja in diese Richtung nachher. Achso, ne? Okay. So, also der Trecker kommt vor die Rolle. Der Trecker kommt, genau, bei uns ja auch. Ne? Jetzt mit dem Trecker stehen wir hier hinten. Mhm. Diese sind dann die nach vorne, der Schlagschutz. Wo wir ja Gummi haben, da sind hier diese Bleche halt heutzutage so ein bisschen. Da macht jeder, ich glaube, du kannst auch Ketten kriegen und alles. Und nach hinten ist das unser Schutz hier. Das ist die Rolle, 244 mm. Das ist schon ein anständiger Ballermann, ne? Das ist schon ein anständiger Ballermann. Ach, so. Guck mal, das ist bestimmt hier so ein Zeichen, dass hier der Schmiernippel ist, ne? Ja. Und hier ist der auch. Oh, Schmiernippel. Ja, okay. Oh, jetzt nein. Ist die Farbe bei dem Schmiernippel ab. Oh. Wird ja wohl hoffentlich vernünftig geschmiert sein. Genau, so, dann haben wir das schon mal. Wir haben morgen ein, zwei Sachen zu tun, zu mulchen, zu machen. Astwerk bis 10 cm, kein Problem, Aussage des Herstellers. Also von daher können wir damit morgen direkt über den Knick. Brrr. Nee, ja, wir machen doch, wir fangen mit ganz leichter Kost an. Dann haben wir noch ein bisschen härtere Kost und dann haben wir noch so ein bisschen den Mittelweg. Also wir haben eigentlich, wenn das klappt, habe ich morgen drei Themen vorbereitet, wo wir das Ding testen können. Ich muss noch mal gucken und noch mal in mich gehen, ob noch irgendwo Maisstoppel rumstehen. Ich weiß es nicht. Maisstoppel hätte ich auch gerne noch mal gesehen. Ha, kriegen wir aber auch noch hin. Erstmal lassen wir hier runter, nicht, dass hier einer unter ist. Dann, dann gucken wir mal. Das vorweg, wir können ja schon mal hier, ne? Also, es ist ein Humus PMF 280. So ein Humus PMF 280 wiegt 1250 Kilo. Das ist alles schon, im Gegensatz zu unserem Dücker, schon so eine stabile, harte Nummer. Also, dagegen ist unser Dücker ein Leichtgewicht. Es gibt hiervon nochmal die Heavy-Duty-Variante, der wiegt dann über 2 Tonnen und ist nochmal ein ordentliches Ende größer, die Welle ist nochmal größer, also das ist so ein richtiger Ballermann, bestimmt auch ganz cool, aber für uns, wir wollen ihn ja an der Front fahren, 2 Tonnen in der Front, weil so ein Mulcher ist schon heavy, ne? Der wird dann viel im Heck gefahren tatsächlich und die jagen mit 20 km/h über den Maisacker, ne? Und mulchen da. Also das ist schon ziemlich, ziemlich krass, was da los ist. Aber das ist so, es gibt auch noch leichtere Modelle und das ist so, aber glaube ich schon, wenn der 10 cm Astwerk durch, bis zu 10 cm dicke Äste durchnudeln kann, darf, soll, dann rummelt das da unten drin. Ne? Für mich persönlich wäre das schon, wenn ich das machen würde, das Geräusch wäre für mich schon verkehrt. Also, ja, weil, Schmerz, ja, weil man würde, man denkt ja immer an Mulcher und nicht an, also ich, Mulcher ist für mich mal mit einem Gras und mal mit einem Maisstoppel mal und was weiß ich nicht und nicht irgendwelches Ast- und Strauchwerk wegzuballern, ne?
Aber diese Hersteller denken ja schon in anderen Dimensionen, damit sie dann auch mehrere Kunden abgrasen können, ne? Damit das auch ein bisschen vielfältiger ist. Für uns ist das ja, für uns ist das Schlimmste diese Dinger hier. Rund und hier schwer, die da liegen. Ne? Die Steine meinst du? Die Steine, das ist für uns die Herausforderung. Ne? Aber wenn der Astwerk kann, dann kann der auch Steine. Und viele von euch haben ja gesagt, hier, die haben damit keine Probleme und sonst was. Unser kann ja auch keine Steine ab. Ich kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, ja, der Dücker, der hält, hat jetzt alle Steine abgehalten, das muss der Humus jetzt auch können. Nee, also auch wir haben mal ein Messer verloren beim Stein. Ne? Aber es ist nicht gleich der ganze Mulch auseinandergeflogen. Und Alter, das Ding ist massiv, das wird auch nicht, ne? Das ist alles gut. Das ist schon cool. Sieht ja auch schon cool aus so, ne? Also so eine Sachen so, ne? So ein bisschen den Namen da reingelasert und so. Das ist doch alles gut. Muss ich mal so sagen. Wir werden uns den mal anschnallen. Da wir, wenn das alles klappt, morgen noch so einen Heckauftrag haben, werde ich da nochmal den Heckmulcher mit anbauen. Also das ist so eine, vielleicht haben wir noch so eine Pferdeweide zu mulchen und dann fahre ich ja nicht nur mit einem hin, sondern gleich mit zweien. Und dann läuft der ja sozusagen ja im direkten Vergleich mit dem Dücker. Allerdings habe ich da schon eigentlich neue Schlegel bestellt, die sind nur noch nicht da. Unser Heckmulcher müsste mal ein paar neue kriegen. Das, seit wir ihn haben, sind die ersten Mulchschlegel da dran. Ne? So, das sind schon 4 Jahre, 5 Jahre schlegeln wir damit schon. Also das ist auch schon eine Ansage, ne? Muss man fairerweise sagen. Ich bin ja, wie gesagt, begeistert davon. Hier ist es ja ungefähr ähnlich. Du hast ja nicht so viel, was du tauschen musst. Also der wird ja nicht irgendwann zu so einem Klotz, der da rumhaut, sondern da ist immer noch eine Schneide, ne? Dadurch, dass hier so eine Hardog-Schneide ist. Und bei unserem Dücker ist ja eben immer dieses Flacheisen, was auch immer flach ist. Auch wenn es vorne ein bisschen abgerundet ist, aber es ist ja immer noch ein Eisen, was immer schlägt. So, und von daher, alles gut. Von daher passt das. Alle 20 Betriebsstunden schmieren. Ah, da wären sie wieder. Wir könnten jetzt diese 20 Stunden, ich hätte da eine Idee, da könnte man das rausfinden, wie man die 20 Stunden gemacht hat, aber Zukunftsmusik, da arbeiten wir dran. Auf jeden Fall sieht das schon mal echt alles sehr gut aus. Ich muss morgen nochmal durchfragen, ob das hier, ob das lackiert oder pulverbeschichtet ist. Heutzutage wird ja viel pulverbeschichtet. Ich würde fast sagen, es ist pulverbeschichtet, aber das sind alles Sachen, die will ich nicht falsch melden. Da frage ich lieber den Fachmann, der das vorbeigebracht hat. Und dann gucken wir mal, ne? Aber erstmal haben wir ihn schon mal schön abgeladen, ohne Kratzer, ohne alles. Sehr schön. Ja, wir jonglieren unseren Frontmulcher hier mal raus, damit wir an unseren Heckmulcher rankommen, der dahinter ja steht. Können wir eigentlich da hinstellen? Glaube ich ganz gut. Da sollte Platz sein. Ja, und dann haben wir das irgendwie schon mal gleich zurecht. Dann brauchen wir da morgen nicht erst noch lange dran rumtüdeln. Der Mulcher ist ja neu, der Humusmulcher. Ein Vorführgerät, aber noch neu. Alles gut. Aber wir müssen ja vielleicht noch irgendwas einstellen oder so. Vielleicht, ich habe geguckt, müssen wir mal gucken, die Kufenhöhe, da habe ich keine Ahnung von, wie sich das verhält. Ob man da noch ein Loch tiefer muss oder so, wird man dann sehen. Ne? Wir stellen diesen erstmal hier hin und nehmen den Heckmulcher mal mit. Guck mal, hier ist noch so ein Splintloch, ne? Kann man noch so einen Sicherheitssplint reinmachen. Stütze muss ja noch hoch. Eine Lampe in der Hand, alles hier. Wobei er auf diese Stütze hat er gar nicht gestanden in diesem Moment. Weiß nicht, wann die greift. Was man da haben muss, dass das da drauf steht. Habe ich die Kette da eingebunden, obwohl das ist gar nicht so schlecht. Dann klappert die nicht da lang. So, Stütze oben, Stütze einfach, Stütze gut. Dann habe ich mir hier Luft mitgebracht, die habe ich schon mal aufgeklappt. Die Anschlüsse, die haben bei uns ja eigentlich noch nicht so richtig gearbeitet. Ne? Licht hatte ich mir noch mitgebracht.
Das sieht aber gut aus. Jetzt kommt dieser Moment, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich nehme jetzt hinten den Seitenverschub raus. Ich habe ja hier Platz. Kein Problem. Ich könnte den Heckmulcher ein Stück rausmachen, weil ich den im Akkord mache ich ihn immer ein Stück raus. Weil wir ja hier, dieser ist jetzt noch nicht verschoben, aber wir sehen ja, wir sind hier ein bisschen breiter als der Trecker, sind wir nicht. Wir sind ja jetzt hier nicht ganz so breit wie der Trecker, ne? Also, wenn ich mit meiner Mulchkombi fahre, dann kann ich den Heckmulcher ein kleines bisschen rausfahren und habe dann immer noch Überlappung, ne? Weil der Mulcher ein kleines bisschen mehr mitnimmt und der Heckmulcher, wenn wir das jetzt so haben, bräuchte der Heckmulcher ja erst da anfangen zu arbeiten, ne? Ich habe ja aber nicht genug Steuergeräte. Deswegen sind wir ja schon bei dem Achter ziemlich weit vorne, dass wir schon ein paar Steuergeräte mehr verbaut haben, beziehungsweise ein paar. Aber da ist es ja dann auch rein theoretisch so, dass mir jetzt schon ein Steuergerät fehlt, ne? Diesen Mulcher, wenn ich den jetzt angebaut habe und habe den auf eine Mittelstellung gebracht, dann kann man sich überlegen, weiß ich nicht, muss ich nochmal klären, aber theoretisch brauchst du ja keinen Druck drauf geben, die Schläuche, dann verschiebt er sich auch eigentlich nicht. Der läuft bei mir ja nur in der Mitte, ne? Wenn ich den vorne habe, läuft der ja eigentlich nur in der Mitte und ich muss den ja nicht verschieben, deswegen brauche ich die Anschlüsse rein theoretisch in dem Falle, wenn wir arbeiten, nicht. Wenn ich mir den jetzt natürlich als Heckmulcher anbaue, das ist ja ein Kombigerät, sind die meisten Mulcher heutzutage, ne? Jetzt ist er so verbaut in Schubfahrt, jetzt haben wir das so, dass wir den für die Front haben und man kann den natürlich auch andersrum hier jetzt am Heck anbauen und damit ich dann nicht über meine ganze Ware, also es gibt mehrere Gründe dafür, aber die eine ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Fläche mache, kann ich mir den so weit rüberschieben, dass ich dann mit der einen Radhälfte auf dem schon gemulchten fahre. Dann fahre ich nur mit einem Rad auf dem nicht gemulchten. Na, Kamera, musste ich sehen. Da. Dann fahre ich nur mit einem Rad auf dem nicht gemulchten. Ne? Das wäre so das. Und auf der Straße kann ich ihn mir dann wieder mittig machen, damit er nicht so weit zu der Kante rübersteht. Oder halt, wenn ich damit Wegrenner mulchen möchte, kann ich mir den halt auch, das ist dann auch der gleiche Effekt, ich fahre ihn dann rüber, um meine Wegrenner da vernünftig mulchen zu können oder ein bisschen besser mulchen zu können. Das ist ja nie ein Seitenausleger, ne? Das bleibt immer ein starres Gerät hinterm Trecker, ein Seitenausleger könnte ja noch kippen und was weiß ich, in alle Richtungen. Das kann dieser natürlich nicht, ist ja klar. Ne? Dafür sind die halt nicht gemacht. Aber ich kann damit so ein bisschen raus, falls ich da mal unter einen Weidezaun möchte oder sowas, ne? Da kommt man ja ganz gut, ne? Das ist ja ganz gut. Der Aufbau ist hier nicht so hoch. Unter einem Standard-Weidezaun könnte ich sogar noch drunter mulchen, ne? Genau, das ist der Trick dabei. Wir brauchen den Verschub, weil wir ihn vorne fahren, rein theoretisch nicht, ne? Aber ich muss ihn jetzt ja einmal haben, weil er jetzt eben darüber geschoben werden muss, ne? Deswegen klemme ich den an und klemme dafür dann hinten ab, weil ich eben nicht genug Steuergeräte habe, weil ich ja den Mulcher getrennt habe. An dem Mulcher brauche ich schon drei Steuergeräte. Ein doppelwirkendes, zwei einfachwirkende und dann noch hier vorne. Wir haben ja aber den Frontkraftheber hier in Gebrauch. Und da wäre der nämlich jetzt unser neuer Schlepper, der einen Frontkraftheber-Komfort hat. Der hat ein Steuergerät mehr, ne? Da wäre das schon wieder besser, ne? Kauf dir einen neuen Trecker, zack, hast du die Probleme erschlagen. Und wenn der dann noch ein zusätzliches Steuergerät hätte für den hydraulischen Oberlenker, was man dann nochmal wieder so plant, dann hätte man an dem zum Beispiel für alle Funktionen ein Steuergerät. Ne? Charmant. Das ist echt charmant. Ne? Das ist eben der Vorteil. Die Fronthydraulik nimmt hier halt ein normales Steuergerät weg. Und bei dem Frosch ist es so, die Fronthydraulik nimmt kein Steuergerät weg. Das ist ein extra Steuergerät. So. Deswegen, ne, ist es immer ratsam, nicht ratsam. Es ist ja immer schwierig, ne, einen Schlepper zu finden mit Vollausstattung. Aber Vollausstattung kann eben manchmal mehr. So, ist ja nun mal so, ne. Ist auch dementsprechend im Preis mehr, aber Vollausstattung kann dann in dem Moment mehr, ne. Und das ist ja das Interessante, wenn du einen Gebrauchtschlepper kaufst oder ein gebrauchtes Auto kaufst oder was auch immer, da machen sich solche Faktoren ja nicht so bemerkbar. Habe ich jetzt ein Auto und keine Ahnung, es hat ein Schiebedach oder kein Schiebedach, das macht jetzt keine 1000 Euro Unterschied oder 2000 Euro Unterschied wie bei so einem Neuwagen. Nee, das Schiebedach ist da dran oder ist da nicht dran und das Auto kostet, keine Ahnung, 5000 Euro, so oder so, ne? Und nicht mehr 1000 Euro extra wegen dem Schiebedach. Viele rechnen sich dann im Reich, ja, ich habe viel Ausstattung, muss ich auch ein bisschen mehr Geld nehmen, ja, aber im Verhältnis ist das immer weniger. Und so ist das eben mit Treckern auch, ne? Wenn da
wenn da schon GPS drauf ist zum Beispiel, dann brauche ich das nicht mehr kaufen, muss ich kein neues Kreuz machen, weil ich den ja das neu habe sozusagen, weil ich den neu kaufe und ich muss das oder will das auch haben. Nein, das ist da halt einfach schon drinne. Ne? Und dann kostet der Trecker aber nicht 15.000 Euro mehr, weil er GPS hat. Nee, die haben heute eh alle GPS, so nach dem Motto. Dann kostet das eben, hier kostet der Trecker eben 2.000 Euro mehr. Ne? Weil der einfach gebraucht, dann ist das da einfach mit drin. Das ist immer so ein bisschen so ein Ding. Ne? Ja, sehr schön. Dann haben wir das soweit fertig. Dann mache ich hier ein bisschen sauber. Wir müssen drin noch die Lampe umschrauben, damit wir vernünftig Beleuchtung haben. Die war ja kaputt, die eine. Und dann, ja, lassen wir uns morgen mal ein bisschen erzählen, wie das alles so funktioniert hier. Ne? Ich hoffe mal, die passt. Ich habe das nur nach Augenmaß gekauft. Arnsberg. Passend für Arnsberg. Ja, dann ist das gut. Ich habe hier so eine professionelle Zeichnung gemacht, damit ich hier ganz in Ruhe die Fäden ziehen kann. Und dann gucken wir mal, dass wir die, da unten ist auch noch eine, rausgeschraubt kriegen und wieder straßentauglich. Na, na komm. So. Sicher im Verkehr, ne? Sag ich immer nur. Ich habe da einfach ein besseres Gewissen, ne? Das ist einfach so. Das ist so, weiß ich auch nicht. So Blinker und also so generelle Sachen. So Licht und Blinker das, und Bremse. Bremse, wichtiger noch. Sollten gehen, ne? Das ist so nicht ganz unwichtig. Aber das ist so, über die Jahre kommen da halt auch mal so Schäden bei rum, die man selbst verursacht, ne? Ja, da ist das noch gut. Und auf der anderen Seite, eine Seite ist dann ja rausgebrochen, wa? Oder war da keine Mama? Da war auf der anderen Seite keine Mama. Nee, das ist irgendwie, das ist komisch. Egal, ich schraub das mal auseinander. Volt, schön über unsere Prüfkiste einschalten. Links, wir haben ja rechts. Rechte Seite heißt das übrigens. Ne? Das ist hier keine politische Gesinnung oder sowas. Ne? Wir gehen hier nicht vom Weg ab. Wir gehen immer stolz mittendurch. Blinker. Blinker. Kann man das so sehen? Blinker funktioniert. Rücklicht funktioniert. Bremslicht. Rücklicht, Bremslicht dazu und noch ein bisschen blinken. Geht auch, ne? Andere Seite. Rücklicht. Bremslicht geht nicht. Ha! Blinker geht. Die andere Seite, diese Seite geht Bremslicht. Die andere Seite geht Bremslicht nicht. Das ist ja gut, dass wir das mal kontrollieren, ne? Bremslicht sieht man ja auch so schlecht, wenn du auf dem Trecker sitzt, musst du ja laufen. Geht ja nicht. So. Ja, da sprach mir doch einer einen Storch. Bremslicht. Blinker. Rücklicht. Bremse dazu. Einmal auseinandergeschraubt geht. Ja, was soll ich sagen? Ah, ist aber hier. Hier. Da sieht man mal, was das Klappern ausmacht, ne? Das macht richtig was aus. Wahnsinn. Heutzutage. Was mit der LED-Geschichte ist, weiß man ja nicht, was die dazu sagt. Ich habe so ein bisschen Fett am Finger. Aber diese Lose hier, da ist klar, da hat das keine Chance. Ne? Jetzt werden wir das Ganze mal ein bisschen wieder richten. Und da sehen wir und hören wir schon das Problem. Das Problem ist da unten drinne. Da unten drinne. Da ist der Halter für das Plättchen hier. Der ist gebrochen, ne? Was bleibt uns da wieder über? Guck mal, hier sieht man auch, hat das schon geschmolzen, weil das runtergekippt war, ne? Obwohl man ja gar nicht so lange oft bremst. Heißkleber. Heißkleber.
und hinterher den Prügel. Jetzt kann man sich überlegen, ob man da noch irgendwie eine Stütze reinmacht mit Heißkleber. Aber das ist ganz gut. Heißkleber, ne? Gehört einfach in jeden Haushalt. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen strammer. So, fertig. Das war geil gewesen, da ist der Hund eine Leiter raufgeklettert auf das Garagendach und hat dann da sein Dummy runtergeholt und ist runtergesprungen. Das ist aber eine komische Geschichte. Wir hören, wir sehen, also es gibt hier Hundegeschichten. Irgendwann geht auch die Hundegeschichte weiter, für die, die immer gerne mal fragen. Nur diese Geschichte hier endet also heute. Dieses Video, das endet hier heute. Ich muss da mal so einen Cut reinmachen, weil ich gemerkt habe, ich habe über diesen Humusmulcher relativ viel geredet noch. Also im nächsten Video sehen wir Einsatz Humusmulcher, ein bisschen Fazit Humusmulcher. Ein Problem ist, es ist mir auch noch eine Datei abgeschmiert. Zum Glück ist das so eingestellt, dass die GoPro immer alle, ich glaube alle 5 Minuten oder so, macht sie eine Datei fertig und baut dann die nächste auf. Und eine Datei ist davon weg. Ich habe das gemerkt, die Kamera, die hat so, der Monitor hat geflackert. Ja, das hat, aber das, da musst du dir mal merken, welche Kamera ja, das ist. Das hatten wir schon. Entweder ist das die Kamera oder die Karte, man weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall werde ich euch im nächsten Video, muss ich gucken, keine Ahnung, irgendwas nachvertonen oder so. Denn das, was ich erzählt habe, das war eigentlich... Das war mir persönlich wichtig, aber das ist jetzt eben nicht mehr da. Also werde ich da irgendeine Lösung für finden. Ja, irgendwie wird das schon werden. Auf jeden Fall, wie es dann dazu kommt, dass dieser Trecker hier in der Werkstatt steht und kein Mulcher mehr dran ist und, das seht ihr dann nämlich im nächsten Video, ne? Aber bleibt gerne dran. Wir packen nämlich noch schön ein paar Pakete aus. Genau, das machen wir noch. Und dann sagen wir auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen bis hierher. Genau, dass ihr ein bisschen geschaut habt. Und dann... Gebt noch gerne ein bisschen Liebe ein und dann sehen wir uns zum neuen Video wieder. Bis dahin, ihr Lieben, vielen Dank. Tschüss. Ja, uns haben ein paar Pakete erreicht und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ne? Und zum ersten kommt das blaue Wunder da an. Ein blaues Wunder. Ah, ja. Ja? Ja. Hallo Axel, ein Filterband-Gummi. Hier ein Ersatzband für deinen gerissenen Bandfilterschlüssel. Der hält auch besser fest und rutscht nicht durch. Mach weiter so, ihr beiden. Hoffe auf tolle Sommervlogs. Grüße aus Rheinhessen, Frank. Ja, Frank, ich habe ihn gleich. Ich bin gleich soweit. Fühlt sich mega griffig und wertig an. Total geil. Und ja, Anti-Rutsch. Ja, ist total cool, ne? Für unser Filterband, was gerissen ist, richtig, richtig cool, mein Lieber. Mega. Da freue ich mich. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool. So, pack das mal hier wieder rein. Nee, das muss an das Filterbandgerät. Also, das willst du gleich... Das wird noch montiert. So, dann haben wir... Da möchte ich nochmal zu sagen, alles von Niklas, das Paket. Ja. Und da gab es ja, nachdem wir das gezeigt haben, hast du ja ein bisschen Ach Kritik so. Ausgeübt, nee, sozusagen, was nein, man verbessern na, könnte. Nein, eine Person meinte, ich hätte Kritik ausgeübt. Ja, genau. Das war aber mehr so Konstruktionswesen. Und wir standen mit Niklas, also ich stand mit Niklas im Kontakt und ich sage, Mensch, hier, da ist so ein Ding, das passt da in der Ecke nicht so richtig, wenn du das Fenster aufmachen willst mit der Ablage, ne? Das ist die Ablage für unseren Froschy. Und dann sagt er, ja, das ist ja kein Problem, dann konstruiere ich das um. Ich habe da gar nichts mehr nachgedacht. Ich habe jetzt mal bei mir auf dem Träger gesessen. Ist so. So, finde ich total geil. Und dann hat er das angepasst und hat das hier nochmal verändert und hat uns nochmal so eine Schale geschenkt. Weil wir würden uns nie über Geschenke beschweren. Nein. Es ist halt wirklich nur, dass es manche Sachen so sind, die einem halt erst auffallen, wenn man damit rumhantiert, genau, sozusagen. Und weiß ich nicht, sowas finde ich schön, wenn man sowas auch weitergeben kann, weil
Er hat es denn ja selber auch gemerkt. Und er hat auch noch einen ganz lieben Brief geschrieben. Genau, weil, also ich sag mal, wenn man, das ist ja dieses Konstruktive, wenn man sich nicht gegenseitig irgendwelche Vorschläge macht, dann wird man auch nie irgendwie sich verbessern oder irgendwas erreichen. Und wenn man dann auch nicht in der Lage ist, diese Kritik anzunehmen, dann wird das auch nicht besser. Ne? Also von daher, richtig, richtig cool dazu. Und was hat Niklas geschrieben? Mhm. Vielen Dank für euren Verbesserungsvorschlag zu dieser letzten Version meiner Ablage. Anbei die an einer an eure Bedürfnisse angepasste Version. Ich hoffe, der Ausschnitt passt. Leider habe ich die Ablage auf unserem Schlepper verklebt und konnte das deshalb nicht ausprobieren. Viel Spaß mit der Ablage Version Schnacki. Niklas. Ja. Richtig, richtig cool, Niklas. 1A mit Sternchen, ne? Das zeigen wir im Abspann. Ich probiere es nämlich gleich aus. Was? Ob das passt? Ja, natürlich passt. Auf diesen Träger wird es nicht gehen, du musst raus. Ja, das macht nichts. Und dann musst du dich zwischendurch klemmen da. Das macht nichts. Da ist auch dunkel. Ich will es ausprobieren. Ja, wir probieren das aus. Wir probieren das definitiv im Abspann zeigen wir das. Super cool. Vielen Dank, Niklas. Und schön, dass du die Verbesserungsvorschläge nicht als böse Kritik gesehen hast. Ja, richtig, richtig lieb. So. Jetzt haben wir Paket Nummer 1. Paket Nummer 1. Paket Nummer 1 kommt von Klaus. Ja. Ganz hübsch mit vielen Pferdchen. Yeah. Ach so, ich dachte, wir sind schon Richtung Ostern. Nee, noch nicht ganz. Doch, bisschen scharf. Bisschen Ostern haben wir auch schon. Bisschen scharf und Hasi ist dabei. Ja. Zieh du mal durch. Ich zieh mal hier durch. Wie geil ist das denn? Zum Osterfest. mit so einem Halter. Zum Osterfest alles Liebe. Hallo Schnackis. Mal wieder ein Paket von Klaus. Frohe Ostern wünsche ich euch. Euer Klaus. Vielen Dank. Osterkarte. Vielen, vielen Dank, lieber Klaus. Oh, hier. Es gab Transportschaden. Der Milka Osterhase ist ein bisschen platt. Er ist platt vom Transport. Oh Mann, ist das wieder reichlich dolle viel. Mann, Klaus. Hier. Für jeden Mal. Nochmal so ein Halter. Ich nehme den ja auch gerne mal so als Dosenhalter für meine Dingerbomber. Wie heißen die denn? Für meine Dosen auf dem Trecker. Das brauche ich ja nun nicht alles raus. Lecker, oh. Hier, guck. Pfefferminzlikör. Pommes. Sahnemus. Oh, hier noch mehr. Also, und jede Menge Wurst. Also, Klaus, richtig, richtig abgefahren. Ja, viel ist richtig. Schon noch Salami. Schade, ja, dass es kein Großfernsehen gibt. Teil 2 geht ja noch weiter. Ich weiß nicht, hat das denn nicht ins Paket reingepasst oder was war da passiert? Was war da los? Schön Bierchen. Geht das da? Nee, du musst. Warte mal. Meinst du, sonst gibt das noch einen Unfall? Wir wollen hier keinen Unfall. Dann haben wir nichts gewonnen. Vor allen Dingen, wenn hier noch was runterfällt. So Flaschen, der Hase, der Arme. Aber das macht nichts. Der ist dadurch nicht eindeutig schlechter. Guck mal, hier ist ein Paket, das ist nur mit Pferden. Aha. Und auch noch so bunt geschrieben, voll schön. Und es geht hier ja auch noch so weiter. Ja. Einmal jede Menge Naschi und dann nehme ich Pferdeleckerlis. Für Sweetie und Bernie. Marzipan-Sahne-Likör. Ja, das ist ein feines Zeug. Das macht man gerne. Und das sieht auch gut aus hier. Zeig mal. Ich hätte jetzt gesagt. Oder? Aber ich hätte jetzt. Eigentlich heißt es, ist es ja mal Mirabelle, das ist ja aber Ara. Aber. Arancello? Ja. Arancello? Arancello, ja. Verkosten wir, dann werden wir wissen, was es ist. Guck mal, hier ist auch Ostern. Ah, guck, da ist auch noch ein bisschen Ostern. Hier. Ist dann, was mich das erinnert? Das ist ja Frauenpower. An Popel und Kotze. Ja, das ist nicht böse gemeint, aber das. Weihnachten haben die Jungs von Axels Schwester, die Kleinen, haben Harry Potter so eine komischen Bohnen gekriegt. Und dann haben die alle beide probiert. Und die Dinger hatten halt, also das ist so ein Schreckensessen sozusagen. Das ist Dschungelcamp für Kinder im Hausgebrauch. Und da gab es dann in diesen Tüten Popel, Kotze. Ich weiß nicht, was die Sachen, das waren immer alles so Gummidinger und all so ein Kram. Die sahen so aus wie die. Aber so von der Sache her so ähnlich. Als ich die gesehen habe, musste ich gleich an Weihnachten denken, wo die Jungs das ausprobiert haben. Guck mal, und so eine schöne Pferdedose, Brotdose. Du. Mega cool. Dann soll ich mir mal Brot schmieren und mit nach oben nehmen. Ja. In mein Büro. Mit zur Arbeit. Vielen, vielen Dank. Ach so, ich habe hier noch eine schöne Karte. Ja.
Oh, guck mal. Frohe Ostern, eine lustige Eiersuche. Das ist aber auch hübsch. Hallo ihr Lieben, das zweite Paket ist da. Ich hatte, ich hatte einfach zu viel eingekauft. Ja, Klaus. Okay. Oh, Klaus, du bist verrückt. was soll ich sagen? Wenn ich so sehe, kann ich es nachvollziehen. Definitiv. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Klaus, vielen, vielen lieben Dank. Jetzt komme ich mit den Namen nicht hin. Niklas, vielen, vielen Dank. Und? Frank. Frank, vielen, vielen Dank für die tollen Pakete. Das war richtig lieb. Und wir werden die Pferde das freuen sich, Bernie und Sweetie. Genau, das auf jeden Fall. Aber wir Menschen freuen uns genauso. Das soll es zu diesem Video gewesen sein, ne? Vielen, vielen Dank. Genau. Bleibt noch dran, dann könnt ihr nämlich sehen, ob es passt. Genau, im Abspann die Ablage. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!